So, und da sind wir wieder bei The Forest. Ich mache eine Doppelfolge. Ja, genau so heißt die Folge. Ich mache eine Doppelfolge. Déjà-vu. Finde ich irgendwie. Weil ich habe genau dasselbe schon mal gesehen. Ich glaube, ich habe in die Zukunft gesehen. Mal wieder. Das habe ich schon öfters getan. Gut, das kann auch daran liegen, dass ich sehr oft träume und dadurch sehe, also sehr bekannte Orte sehe und halt vielleicht vorausgesehen habe, dass ich das hier tun werde, weil ich es tun wollte. Ja, daran kann es liegen. Vielleicht habe ich das schon, diesen Entschluss schon getroffen, während ich gepennt habe. Das wird das Nicer Triangle. Ja, ihr kennt ja Nicer Dicer. Wir haben Nicer Triangle und Nicer Square gemacht. Alter. Das ist richtig gruselig mit dem Wind. Also eigentlich müsste ich mich vor nichts fürchten hier, aber die Soundkulisse macht's gerade richtig aus. Ich habe nicht bemerkt, dass The Forest so eine Soundkulisse hat, weil ich es ja nie gehört habe. Also kaum gehört habe. Am Tag Soundkulisse scheißegal, weil das kennt man ja von mehr. Ah, ich hab Hunger und bin durstig. Wollte ich nicht auch eine Falle bauen? Ach ja, und bevor das Essen schlecht wird, hänge ich es am besten auf. Ich glaube, der Kopf wird nie fertig, aber man kann es ja mal probieren. Und wir haben Hasen in unserem Gebiet. Ich dulde hier eigentlich keine Hasen. So, noch 17 Minuten ungefähr muss ich hier durchhalten. Für das Video. Manchmal kippe ich einfach um vor Müdigkeit, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich finde ein gutes Gesprächsthema für diesen Part. Ich hatte in der letzten Folge auch mehrere, die mir dann einfach so zugeflogen sind. Das mag ich, wenn die mir einfach zufliegen. Da muss ich nicht so lange nachdenken dafür. Boah, weil ich auch gehasst habe, früher als ich noch Facebook hatte, habe ich ja jetzt mittlerweile gelöscht. Ja, da habe ich einfach mal geschrieben, habt ihr ein Gesprächsthema für mich? Die haben mir einfach kein Gesprächsthema gegeben. Habt ihr sie noch alle? Unfaire Säcke. Guck mal, wenn man nett fragt, dann sollte man auch eine nette Antwort bekommen. Was bekommt man? Gar nichts. Faul sind's auch noch. Weißt du, auf Twitter, da hätte ich sofort ein Gesprächsthema bekommen. Twitter ist ja auch besser. Wer das Gegenteil behauptet, der sollte sich Twitter wirklich mal ansehen. Kann ich nur empfehlen. Es gab eine Zeit, da war ich da durchgehend online. Yeah. Ich habe ja nur eben einen Wortwitz gemacht mit Lochis, aber ich mach nie wieder einen Wortwitz mit Lochis, oh Gott. Obwohl ich eigentlich gar nicht mal so viel was gegen die habe, aber hey. Mehrheit steckt an, so kennt man das halt. So sind auch Leute auf Facebook gekommen. Weil die Mehrheit sowas nutzt.
Ich sage euch eins, was gibt es da denn schon groß? Ausspionieren und sonst allem Zeugs, das nimmt dir alle Informationen raus. Frag dich dann auch noch, hier willst du die Information nicht auch noch preisgeben, hier für dich, das könnte dir helfen und so. Guck mal, den kennst du doch bestimmt. Leute wie ich wollen einfach nichts mit Leuten in Real Life zu tun haben. Ich habe meinen Freundeskreis größtenteils im Internet. Ich habe auch schon welche von dem im Real Life gesehen. Aber ich kann im Real Life halt so mal überhaupt nicht sozial interagieren. Wenn ich mein Gegenüber sehe, kann ich nicht reden. Da kommen dann immer so komische Sätze raus. Sowas, wenn ich nachdenke und dann rede. Da erschwert sogar noch eine Sache das Ganze noch mehr. Ich bin meistens kleiner als jeder andere. Ich hasse sowas. Vor allem, wenn man ein Ego hat, wird einem halt sagt, guck mal, du bist doch sowieso der Größte und so. Und ja, das habe ich nur zur Abwehr. Weil mir Leute meistens auf den Sack gegangen sind. Und irgendwomit musst du dich ja wehren. Und dann habe ich einfach mal angefangen, damit anzugeben, was ich gut kann. Weil, wenn du dich Leuten schmackhaft machen willst, dann musst du deine besten Seiten zeigen. Deine beste Seite ist halt die Fähigkeiten, die du gut kannst. Wie machst du das? Indem du angibst. Ich könnte jetzt auch einfach mal total. Ich werde jetzt total das verschleiern. Irgendwie machen die Bären überhaupt nichts mehr. Dass man gar nicht merkt, dass ich da irgendwas angebe. Aber warum sollte ich mir die Mühe machen? Heutzutage gibt jeder Mensch an, wie sonst nichts. Wenn du rausguckst, siehst du meistens nur Arschlöcher. Kannst du gucken. Kannst du zählen. Das ist echt so. Damals, als ich zur Schule gegangen bin, da konnte ich direkt schon vom Gucken her sagen, wer davon ein Arschloch war und wer nicht. Und die Leute sagen, pass dich an. Gut, werde ich halt auch ein Arschloch. Nee, werde ich nicht. Ich werde ein schlaues Arschloch. Einer, der einfach mal das ganze Zeug im Hintergrund studiert, die merken nichts. Ich will nur mal eben anmerken, ich fühle mich gerade total schlau. Ich kann euch sagen, kein Mensch würde sowas sagen. Ich bin ehrlich, ich werde sowas immer sagen. Mir ist mein Ruf komplett egal. Denn ein Ruf ist nur das, was andere Leute von dir denken. Leute sollen denken über mich, was sie wollen. Interessiert mich nicht. Weil wenn du den Leuten einfach nur vorschreibst, was die über dich denken sollen, dann bist du eigentlich auch nicht besser als irgendein Diktator. Du solltest den Leuten halt einfach die Macht geben, das denken zu können, was sie wollen über dich. Nur so gibst du denen die Fantasie dazu, dass du in deren Augen vielleicht auch mal größer sein kannst als andere. Ich habe gerade aus dem Wort, ich habe gerade einfach mal aus dem, was mir gegeben ist, einen schlauen Satz gemacht. So, darauf sollen die erstmal kommen.
Ich sollte öfters über solche Sachen reden. Da kriege ich echt immer diese schlauen Sätze raus. Und ich muss die nicht mal googeln. Ich denke die mir komplett selbst aus. Kann ich jetzt auch gerade noch mal was zu erzählen? Ich kenne diese Leute, die durchgehend sowas auf Facebook schreiben. Ja, Mensch, ich denke mir meine Sätze selber aus. Ich muss dafür nicht 10 Stunden im Internet googeln. Gut, ihr müsst es auch nicht, aber. Ihr werdet ja auch nicht. Ihr werdet euch keine Mühe machen, so einen Satz zu googeln. Mit poetischer Natur werde ich wahrscheinlich ziemlich hoch sein. Aber wie gesagt, das hängt auch alles nur mit dem Fantasiezentrum zusammen. Was ja schon höher ist bei mir. Wodurch ich halt diese Vorteile in diesen Sätzen habe. Die ich einfach mal aus dem Nichts erschaffen kann. Yeah. Und trotzdem noch den Ghetto-Slang drauf haben. Yeah, Swag. Keine Ahnung. Build a fire to get 3. Ja, das sollten wir vielleicht. So. Hier eigentlich noch. Wenn euch Leute nerven, werdet einfach so schlau, dass ihr einfach solche Sätze erfinden könnt. Vielleicht finden andere Leute sowas ja cool. Gibt es bestimmt irgendeine Gruppe für. Die super schlauen, die sich überhaupt nicht darum scheren, was andere Leute von denen denken. Das wäre super. Man kann auf jede Art schlau sein, man muss nur wissen, wie. Außerdem bist du nicht schlau, nur weil du Mathe kannst. Da brauchst du mehr. Immer diese Leute, die meinen, dass die total die Genies wären, wenn die einfach mal Mathe können. Leute, ich kann kein Mathe. Dafür kann ich euch einfach mal solche Lektionen geben, die kriegt ihr niemals hin, ey. Da kommst du in 10 Dekaden nicht drauf, sowas nachzudenken. Wenn da draußen jemand ist, der sowas auch kann, ich will diesen jemand treffen. Denn sowas sollte wirklich geteilt werden. Wenn mehrere Leute sowas können, dann muss das einfach mal zusammengebracht werden. Denn je mehr davon existieren, desto mehr kann man zusammenbringen und dann dadurch einfach mal mehr Aufmerksamkeit zu solchen Sachen geben. Wie willst du das denn sonst machen? Außerdem habe ich dann ein Gesprächsthema, mit dem ich mit jemandem reden kann. Wäre echt krass. Ich will aber nicht nachher mit irgend so einem alten Sack da rumlaufen. Gut, ich bin jetzt eh 18, also deswegen kann es mir eigentlich scheißegal sein, aber hey. und immer noch 1,70. Ja, danke. Und wehe, da kommt jetzt irgendein weiblicher YouTube-User an. Ich bin ja auch nur 1,70. Woran könnte das liegen? Meistens ist es so, dass Frauen gar nicht mal so wachsen, glaube ich. Wenn du dir mal anguckst draußen, ey, die sind alle eigentlich meistens kleiner.
Ich weiß jetzt nicht, wieso die kleiner sind. Aus bestimmten Grund. Da gerne schreiben. Aber ich finde das auch ein bisschen unfair, nicht wahr? Aber Größe ist nicht anders. Wenn du kleiner bist, hast du mehr Vorteile als wenn du größer bist. Wenn du größer bist, fällst du tiefer. Ich liebe den Satz in Star Wars. Aber ich bin mir sicher, dass er nicht dort hergestellt wurde. Aber Star Wars sagt dir ja das eigentlich auch durchgehend, dass die Größe total unwichtig ist. Vor allem Yoda sagt dir ja das. Und der muss sich ja auskennen. Der kennt sich auf jeden Fall aus. Der ist alt, wie sonst nix. War der nicht über 700 Jahre alt oder so? Oder 1000? Keine Ahnung. Jedenfalls war er sehr alt. Verstehe bis heute nicht, warum er gestorben ist. In Star Wars halt einfach mal im sechsten Teil. Er stirbt halt einfach, weil er pennen geht. Oder er wollte halt nur pennen und naja. Dann war er tot. Und die Bettdecke ist einfach auf den Boden gefallen. Ja, toll. Ich muss mir mal wieder Star Wars angucken. Ich habe den dritten Teil angefangen, weil ich habe vom ersten Teil und dem zweiten Teil habe ich in letzter Zeit geguckt. Dann habe ich den dritten Teil nach einer Zeit angefangen, habe ihn aber gar nicht mal beendet. Ich war irgendwie noch immer auf dem Separatistenschiff. Und hab mir da nicht weiter angeguckt, weil dann wurde mir langweilig. Oder ich habe irgendwas anderes gemacht. Habe ich auf jeden Fall gemacht. An meinem Geburtstag habe ich das sogar gemacht. Weil ich meine Geschenke noch nicht bekommen habe, weil mein Bruder noch nicht da war. Verstehe ich jetzt auch nicht. Warum der unbedingt dabei sein muss. Weil der war nicht mal dabei, selbst als der da war. Ja, sehr nett. Musste ich da 2 Stunden lang warten oder habe ich mir das angeguckt, aber das hat zu lang gedauert, also habe ich es beendet. Und verdammt, mein kleiner linker Finger tut weh. Und das sieht aus, als hätte ich einen Zylinder auf. Seht ihr das? Gott, ich habe einen Krampf. Nee, das werde ich jetzt nicht mit dem Daumen noch machen. Auf Shift drücken, das tut so scheiße weh, wenn man das länger macht. Ich hasse das. Habe ich noch irgendwas, worüber ich mich aufregen könnte? Keine Ahnung. Aber Shift nervt. Kann ich euch sagen. Da ist, glaube ich, ein Frosch in meinem Topf drin. Na gut, dann haben wir eben 2 Sachen gebraten. Kann ich den Kopf essen? Ich hoffe, das war der Kopf. Aber der Kopf ist immer noch da. Und diese lauten Windgeräusche, habe ich die eigentlich da hinten auch irgendwo auch? Sieht ein bisschen rot aus, das Wasser. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Ich glaube, das ist Blut. Man kann nie vorsichtig genug sein, deswegen werde ich das hier immer so weiter ausbauen. Pennen, pennen. Speichern.
So, dann würde ich mal sagen, das wäre für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.